Ich erinnere mich nur noch blond und blauen Haken und das will kurz, aber das ist so, das ist Puls. Wie viel Puls rieche ich da? 107. Junge! Ugh! Wie viel Bilder hatte ich von dir durchgeliked? 6, 7. Oh mein Gott! Na, die Valentina hat die Bilder meines Mannes durchgeliked. Nicht schlagen. Nicht. Ich gehe zu Valentina. Sonst gehe ich zu Valentina. Ey, mach das, wenn du dich da drauf legst, selber schuld, ey. Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video bei den Lästerschwestern. Geiler Name. Lästerschwestern, geiler Name. Da habt ihr mich drauf gebracht. Finde ich ganz cool eigentlich. Muss ich auch mal irgendwann in den Shop unten mit aufnehmen. Habe ich auch viel von euch versprochen, dass der Shop noch erweitert wird. Aber muss ich noch machen. Ich hoffe, ansonsten geht es euch gut. Ich habe euch auf Instagram den Drink geteilt, das Rezept für die erste Reaction. Das ist ein Mojito. Ich habe den da alkoholfrei stehen. Ich hoffe, den könnt ihr ein bisschen da hinten sehen. Ich habe hier nur leider keine Ablage mehr, weil der Juri mich ganz weit diesmal hier vorne haben wollte, weil er findet, dass der Hintergrund noch unschärfer sein soll. Wir sitzen hier fast an der Tür dran. Also so ist es. Deswegen steht er da und immer, wenn wir ein bisschen Pause haben, werde ich dran trinken. Lasst es euch schmecken. Auf Insta könnt ihr mir folgen. Da werde ich immer so 2, 3 Tage bevor das nächste Video online geht, Reaction euch ein Rezept, das habt ihr euch ja dann gewünscht, ich hatte es ja vorgeschlagen, ein Rezept, ein einfaches zum Selbermixen, alkoholfrei und mit Alkohol zur Verfügung stellen, damit wir alle so eine Zugehörigkeit haben. Verlinkt mich auch auf Insta, ich werde, so gut es geht, alle reposten, dann sehen wir alle untereinander, dass es viele, viele machen und wir nicht alleine sind. Fand ich eine ganz coole Idee und ihr fand sie dadurch noch besser, also machen wir das, oder? Den Sommer über. Freunde, so sieht's aus. Es sind 2 Folgen tatsächlich online schon von Are You The One. Es kommt jede Woche, wo 2 Folgen werden bei TV Now online gestellt. Den Link zu TV Now werde ich unten auch nochmal verlinken. Und was ganz wichtig ist, seitdem ich euch bitte, meinen Kanal zu abonnieren, machen es dann auch die meisten, weil 80-90% haben meinen Kanal noch nicht abonniert, aber gucken regelmäßig meine Videos. Und wenn ihr mindestens einmal schon über meine Videos gelacht habt, dann abonniert bitte den Kanal, es ist kostenlos und damit unterstützt ihr uns als Creator. Ja, dann lasst uns mal starten. Ich habe die Folgen nicht wirklich gesehen. Ich habe es nur überflogen kurz. Ich habe extra nicht richtig reingeguckt, aber ich weiß so grob schon, worum es geht. Und ich muss sagen, Junge, wirklich, Juri, hast du schon gesehen? Die Folge 2 vor allen Dingen. Also die 1 ist schon creepy, ne? Aber die Folge 2, es wird immer heftiger. Wir haben uns auch vorgenommen, wir schneiden alles, was gelb das Video entmonetarisieren könnte, raus. Ne, das ist ganz interesting. Wer bellt denn da jetzt hinten? Wir haben Fenster aufgelassen, Freunde. Wenn es im Ton stört, bitte habt Nachsicht mit uns. Es ist hier echt warm. Das liegt dann daran, wir haben das Fenster auf, dann kann es ein bisschen laut werden. So, dann lasst uns mal die gute Stube hier. Ich bin Kathi, ich bin 26 Jahre alt und man kennt mich aus der letzten Staffel von Are You The One. Kathleen! Okay, weil sie bei der letzten Staffel Are You The One dabei war, ist sie jetzt ein Reality-Star. Okay. Dich höre ich stöhnen von hier bis nach Thessaloniki. Quatsch. Was muss ich rausnehmen? Direkt, das wird sonst gelb. Really, ist das ihr Ernst? Kannst du das vielleicht übertonen mit etwas oder einfach den Ton runterziehen? Die? Dieses Mäuschen? I don't get it. Sind auf Paros, nicht auf Pornos. Ja. Oh Gott, bitte, nee, das ist so Fremdscham. Ich spule das fortsehen, das ist ja widerlich. Dieses Mäus, oh mein Gott, stell mal vor, die ganze Familie sieht das einfach so krass, ey, so krass. Im öffentlichen, zugänglichen Stream für 3,50 Euro oder wie teuer TV Now ist. Wir sehen, dass jemand anders für uns bestimmt ist. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es diesmal vielleicht anders ausgeht. Ja, okay. Next. Ich bin ein Reality-Star, weil ich einfach schon in 2 Formaten mitgemacht habe und das jetzt das dritte ist. Achso, okay, ja gut. Ja klar, ja. Sonst so, ja. Ich meine, ich finde den ja lustig. Ich kann nicht sagen, dass ich den nicht leiden mag, ne? Sondern ich finde den einfach lustig, aber trotzdem,
Diogo, weißt du, kennst du Diogo, ne? Die haben ihn dann wahrscheinlich gefragt, so, erzähl mal, warum denkst du, bist du ein Reality-Star? Und Diogo so, ja, ich habe einfach schon in zwei TV-Formaten mitgemacht und das ist mein drittes. Und was macht dich unique? Was ist dein USP? Ich schnacksel alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Junge. Hey, Junge, okay. Ich bin 26 Jahre alt und ich bin auch Berufstätowierer. Das finde ich halt so ein bisschen anstrengend, dass die Leute, die wir jetzt alle gerade frisch schon kennen, von Ex on the Beach, von Love Island, gerade in den aktuellen Staffeln, sich da wieder vorstellen, ja, wir wissen, dass der 26 ist, wir wissen, dass der Tätowierer ist, wir kennen die Leute. Und das ist so nervig, liebes TV-Teams, liebe Productions, such doch neue Leute oder wenn ältere oder bessere oder keine Ahnung, ey, immer die gleichen. Ich sag niemals nein. Ja, das habe ich auch gemerkt. Und dabei, weil ich an das Perfect Match glaube und mir wünschen würde, dass die perfekte Frau dabei ist. Ja, dann Prost auf eine geile Zeit. Ja. Die Karte ist schon interessanter, ja. Die ist ziemlich locker und offen und hat Bock Spaß zu haben. Die ist ziemlich locker und offen. Ja, das ist klar. Das haben wir gesehen, dass die offen ist. Aber ich bin nicht aus dem Grund hier, ich möchte nicht nur Spaß haben, ich möchte auch wirklich gucken, ob etwas für die Zukunft entstehen kann. Oh. Ah ja, ist gut. Wer ist das? Aurelia. Ich bin die Aurelia, ich bin 24 Jahre jung und man kennt mich von Love Island. Ich bin ein sehr emotionaler... Ja, das wissen wir alles, das kennen wir alles. Ich darf ihn gleich hier übertreiben. Das ist aber sehr kurz. Das ist mega kurz. Aber sieht gut aus. Danke. Kurz gefällt Diogo. Kurz immer gut. Auf den ersten Eindruck wäre Aurelia mein Ding. Sehr, sehr sympathisch, sehr krasse Ausstrahlung. Ich bin gespannt, wer alles noch so kommt, ey. Ich auch, ey. Ich glaube, das wird Drama geben. Safe. Ich bin Salvatore. Man kennt mich aus Temptation Island, Ex on the Beach, Paris Hotel. Kennen wir alles. Also ich habe in der Vergangenheit noch... Können die eigentlich noch näher die Aufnahmen machen, damit man noch dickere Zinken hat und noch scheißriger aussieht? Ey, oh. Aber apropos scheißriger aussieht, was hat der denn da für eine Hose an? Voll tätowiert, will voll auf böse machen und trägt dann so eine Hose. What the heck? Das ist aber schon wieder irgendwie cool. Natürlich Fehler gemacht und ich weiß, wo Fremdkind anfängt. Ja. Du bist genau jetzt fremdgegangen. Sag mal, tickst du noch? Wie kannst du dieser so welche die beleidigt. Kannst du wegschneiden? Okay, ich spule wieder vor. So, was hast du wieder falsch gemacht? Alles. Für irgendwas, was ich jetzt nicht getan habe. So. Doch. Man vergisst halt Dinge nicht, Bimsbirne. Ich hab daraus gelernt. Really? Ich hab einfach bis heute nicht die Frau gefunden, die mich so liebt oder mag, wie ich bin. Woran das wohl liegt. Ey, und jetzt kommt die Szene, die ich auf Insta schon gezeigt habe, als ich das so durchgeflogen hatte mit der Zitrone. Ich bin bereit, bei so einem die richtige Frau kennenzulernen. Weil ich nicht verstanden habe, dass ein Salvatore einfach mal an der Zitrone riecht. Ja, Salvatore, die Produktionsleitung, ne? Wir brauchen mal was, etwas Romantisches, ein Zitronenbaum. Riech doch einfach mal romantisch an einer Zitrone. Passt gar nicht ins Bild, aber Produktionsteam dachte sich, ja, warum nicht, oder? Nur noch Stars jetzt hier, oder was? Wo sind die Stars? Ja, die nehmen sich schon selber auf die Schippe, weil sie alle wissen, die sind eigentlich keine Stars. Das finde ich aber wiederum cool. Ich sage ganz ehrlich, Leute, wer hat diese Truppe da oben zu Stars gemacht? Ja. Oh, sorry. Dachtest du, die Dings, Sophia Domala kommt hier rein, oder? Vielleicht wäre sie mal dran gewesen. Ich habe halt auf jeden Fall schon viel gemacht im Reality TV in Deutschland. Ich kam von ganz unten. Man kennt mich halt schon irgendwo. Ja, das stimmt, aber man kennt dich als was denn? Oder was hast du denn so Tolles gemacht im Fernsehen, dass man dich kennt? Hast du die Welt bereichert? Hast du die Welt verbessert? Hast du einen guten Charakter? Inspirierst du so?
Warum kennt man dich? Weil du fremd gehst und alles schnackselst, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich darauf irgendwas einbilden kann, dass man deswegen dann sagen kann, ja, ich bin ein Reality-Star. Ich sag ja immer, in Deutschland sind es die Wollnys, in Amerika sind es die Kardashians. Im Reality-TV. Hallo. Hi. Und die war einfach nur bei Take Me Out, das ist auch ein Reality-Star. Junge, Junge. Steffi, bin 31 Jahre alt. Man kennt mich von Take Me Out und von Just a Tour of Us. Ja, Just a Tour of Us auch. Nach außen wirklich sehr tough, aber ja, innerlich bin ich das kleine Mäuschen und schon sehr sensibel. Okay. Und die Bims Burner ist auch dabei. Happy. Ich war einfach froh, jemanden zu kennen. Wir kennen uns von irgendwo, oder? Du bist so süß, wie heißt du? Ja, toll. Irgendwie, das hat doch den gleichen Charme des Formats, irgendwie Ex on the Beach, irgendwie. Warum wird das immer da irgendwie in Thailand, irgendwo in Jugoslawien gibt's ja gar nicht mehr, in, wie heißt es, Kroatien, ne? Kroatien gedreht und so weiter. Warum? Es ist doch alles das Gleiche. Guck mal, die beiden waren bei Ex on the Beach, hüpfen gerade mal eine Tür weiter und sind jetzt bei Are You the One? Ist doch Schande, Mist. Ich muss lernen, nicht mehr so zu fluchen. Wie das Video gelb bleibt, grün bleibt. Ach. Habt ihr einen Typ Frau? Nee, ich nicht. Also das Gesamtpaket so. Du nimmst eher alles. Ich mag sie doch. Wo sie recht hat. Ja, genau. Ja, keiner sagt was, weil alle wissen, sie hat recht. Alle so, hat die das gerade wirklich gesagt? Alle so, ich hätte gesagt, ja. Keiner unterstützt sie, aber auch alle Angst, ey. Oh, come on. Warum? Warum? Ja, weiß ich nicht. Warum behauptest du das? Ja, weil das alle gesehen haben. Schätzt dich ja gar nicht so ein. Warum? Weil ich meine Erfahrung gesammelt habe. Was für Erfahrung denn, Freunde? Was für Erfahrung denn? Rumzumachen zwischen zwei, drei Frauen ist keine Erfahrung sammeln. Das ist eine Charakterschwäche. Ja, deine Erfahrung. Ja, ist gut. Irgendwann gehe ich nicht fremd, wenn ich die richtige habe. Bist du auch so? Ja. Es passiert. Männer mit Stil machen halt nicht mit allen irgendwie rum und so. Das ist halt einfach das Ding. Männer mit Stil verhalten sich nicht so. Aber gut, Stil hat er nicht, ist klar. Kommt also, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich den uncool finde irgendwie. Ich glaube, mit dem kannst du echt viel Spaß haben, unterwegs sein, coole Zeit verbringen. Aber der ist halt einfach kein stilvoller Mann so. Den kannst du jetzt nicht mal eben so dem Elternhaus so vorstellen. Genau. Ja, Daddy. Das ist mein Freund, der war übrigens in drei TV-Formaten, wo er rumgebimst hat. Zwischen zwei, drei immer so abwechselnd. Tätowierung, sein Urusvater am ganzen Ding. Und ja, mit tiefgründigen Gesprächen mangelt es auch. Akzeptiert einfach nur, der sitzt da und einfach nicht mit dem reden, dann ist alles gut. Ne? Bald nicht die Richtige, ne? Deswegen. Du bist fremdgegangen? Ja, ja. Warum hast du dann nicht Schluss gemacht, anstatt fremd zu gehen? Und jetzt erwarten wir mal, was er sagt, der da drauf? Ja, ich war mitten in der Sendung so, ne? Hä, was? Da hab ich ja nicht gesehen. Also, ich hatte ja nicht bei mir gehabt. Wie wär's das gar nicht erst zu tun, weil man weiß, wir sind in der Sendung, in der TV-Show? Kannst du so ein Halleluja einblenden? Weil... Gott, lass Hirn regnen! EQ! Ich habe übrigens gestern Abend einen EQ-Test gemacht. Hast du das gesehen? Ja, diesen offiziellen, wirklich, diesen Online-Offiziellen. Ich habe 114. Jetzt kommst du, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, so zwischendurch so was antwortest du hier für eine aber ey, war richtig. Und jetzt kommst du. Und ihr. Spaß. Ich habe noch immer Angst vor EQ-Tests gehabt, ich schwöre. Weil ich immer dachte, ich bin dumm wie Brot. Aber anscheinend nicht ganz. Ich bin nicht dumm. So, eigentlich voll off-topic gerade, aber... nee, eigentlich nicht off-topic. Wir haben ja gerade von EQ gesprochen, wegen dem Typ mir. Ist er noch schlimmer? Ja, er ist echt noch schlimmer. Haben wir eigentlich schon auf Are You The One reagiert? Nee, haben wir nicht, ne? Diese. Ich kann sie... Ich habe mit ihr ein persönliches Problem. Sie hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt, er hat sich die Lippen spritzen lassen bei einer illegalen, unerlaubten Hyaluron-Unterspritzerin. Und das habe ich ihr geschrieben, höflich. Ich so, hey, da, wo du dich unterspritzen lässt, mach dafür doch bitte keine Werbung. Die macht das illegal. Die hat es wieder gelernt. Zahlt sie Steuern deshalb. Das heißt, du spielst mit der Gesundheit der Menschen und sie hinterzieht Steuern. Und sie so, ja, mir ist das eigentlich egal. Ich bin für ihre Arbeit trotzdem überzeugt. Und ich so, Junge, bist du dumm? Was erzählst du da gerade? Also da merkt man das halt,
meiner Meinung nach da oben in dem Oberstübchen auch Zero herrscht und ihr die Menschen komplett egal ist. Wenn mir doch jemand sagt, Yvonne, ich habe da das und das rausgefunden, die und die Person, und hier geht es ja um die Gesundheit der Menschen, da würde ich sagen, oh mein Gott, tut mir leid, wusste ich nicht. Ich habe mich anscheinend nicht gut genug erkundigt. Ich nehme sofort die Werbung raus und cancel sofort die Zusammenarbeit. Ja, das hat die junge Dame hier aber nicht gemacht. Ja, ganz im Gegenteil, die ging noch auf Konfrontation mit mir. Ich hätte der am liebsten eine reingehauen, ehrlich. Deswegen, ich muss die auch mal live sehen. Weil die wurde nämlich auch frech. Ich natürlich dann auch. Und dann hat sie noch irgendwelche Freunde da vorgeschickt, aber die habe ich auch hops genommen kurzzeitig. Also die ist bei mir richtig unten durch. Die hat weder Anschein noch Benehmen noch Respekt, noch was in ihrem Kopf, meiner Meinung nach. Island und Ex on the Beach. Ich bin hier, weil ich da ein kleines Techtelmechte mit dem Aaron hatte. Das deine. Die war ja auch irgendwie hat da irgendwas gedreht in ihren Stories, jetzt auf Ibiza, im Hard Rock Hotel, aber da war die gar nicht, weil meine Freundin war da. Die war da am Strand, am Wasser und hat die heimlich gefilmt und mir geschickt, was die da fabriziert. Und ob das gut oder falsch ist, dahingestellt. Aber sie ist eine öffentliche Person, so, es ist nichts Schlimmes. Dann leider Gottes ist das nicht Eindringen in die Privatsphäre. Wir wussten halt alle irgendwie, sie ist gar nicht im Hard Rock. Wohl irgendwie, also ich bin nicht 100% sicher, aber meine Freundin ist sich sicher. Man weiß immer nie so. Auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall das Hard Rock getaggt, aber eigentlich war sie gar nicht da. Also ganz komische Nummer auch irgendwie. Sie macht auch ein bisschen Schauspielerei, glaube ich. Ich bin direkt, provoziere gerne und lass mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, dann 3,50 Euro High Heels, ey. Oh, Junge. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Oh. Krass. Gut siehst du aus. Wo ich dann gesehen habe, sie kommt rein, dachte ich mir, ey, schon aus Prinzip, die ist cool. Wir haben den gleichen Männer gespackt. Aus Prinzip, die ist cool, weil beide machen so. Nach ein paar Minuten anscheinend. Sie war halt da, wo ich geweint habe am Strand. Ich habe meine Gefühle so. Sie war halt unpassend zum Kennenlernen. Ich find's einfach nur schade, so, weißt du? Ja, aber die beiden würden tatsächlich gut zusammenpassen, eigentlich, oder? Wie gesagt, bei Jackie kann ich mir ein Urteil erlauben, weil ich mit ihr Privatkontakt hatte. Deswegen, ja. Normalerweise beurteile oder reagiere ich immer auf nur Dinge, auf die ich sehe von den Personen und sage auch immer explizit, das, was ich für eine Meinung habe, gilt nur das, was ich sehe hier im TV oder im Stream. Wie die Menschen privat sind, kann ich nicht beurteilen. Aber hier habe ich eine ganz klare Voreingenommenheit, die gerechtfertigt ist Jackie gegenüber. Ja, heute. Ich kann auch gerne hier mal einen Rundgang. Ja, okay. Kommen wir zum wichtigsten Raum. Der Villa hier. Der Boom Boom Raum. Wer? Oh, der Boom Boom Raum. Okay, ich spur vor. Das sind also die Nebendarsteller. Da wird nicht viel von gezeigt. Was habt ihr jetzt nicht drauf? Oh, echt? Ist die geflogen? Okay, warte. Ah ja, stimmt. Das ist witzig. Das gucken wir uns an. Schön genüsslich. Oh, ist das fies, aber auch. Weil ich ihn kennenlerne, darf ich nicht mit ihm befreundet sein? Ich sage dir nur, wie ich es sehe. Oh, Jackie, also wenn die mit mir zusammen in der TV-Show wäre, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Die wird verbal sowas von an die Wand geklatscht werden von mir, dass der ihre große Klappe schnell nach innen wächst, ey. Weil hier die mit so einer kleinen 20, damals 19-Jährigen, kann sie das ja machen. Mach mal, nimm mal was mit der richtigen Frau auf. Wenn ich mit ihm ganz normal chille, Alter, und ihn umarme. Ja, ich sag zehnmal, Alter, weil du mich aufregst. Mädchen, rede vernünftig mit mir. Rede vernünftig mit mir, sagt die asozialste von allen eigentlich, ja. Also wie sie redet, ne. Oh. Hast du mich dann blockiert auf Instagram? Ja, warum denkst du denn, dass ich dich blockiert hab? Ja, sag ich dir morgen. Kleine F***, ey. Ah. Aber ey, sie darf nicht Alter sagen, aber kleine Motze, das darf sie sagen, ja. Und das ist ja, deswegen sage ich ja, das ist asozial. Das ist auf einem Niveau, wenn eine Frau Motze sagt, das ist einfach so ekelhaft. Das ist so gar kein Stil, ja, gar nicht mal annähernd vorhanden. Eigentlich komme ich sehr gut bei Männern an. Ich habe eine sehr sportliche Figur. Meine Ausstrahlung sticht auf jeden Fall raus. Ich krieg schon auf jeden Fall viele Komplimente, vor allen Dingen für meinen Po.
Und weil sie das auf ihren Körper sich reduziert, kann ich dazu auch meine Meinung sagen, was ihren Körper angeht. Der ist nicht mehr so wie damals, habe ich gesehen. Also, I don't know. Ich würde mir niemals ein Urteil über den Körper jetzt so erlauben, aber sie sagt selber, sie hat eine sportliche Figur und sie wird wegen ihrem Po, da ist sie auch stolz drauf und all das und I don't know, was los ist, aber den Körper hat sie nicht mehr, den tollen Hintern, ja, den sie auch echt hatte und wo sie selber ja sagt, darauf ist es ein Teil von ihr, nicht sie reduziert sich darauf, aber das ist schon sehr im Vordergrund, so deswegen meine Meinung, ja, so schön ist er nicht mehr. Ich finde meinen Körper toll. Das ist das Wichtigste. Ich brauche eine One, um den passenden Mann für mich zu finden, weil es im echten Leben noch nicht geklappt hat und ich nicht die Hoffnung aufgebe. Baby, komm mal kurz. Du hast mir doch mal irgendwas erzählt, dass dir irgendeine aus dem Reality-TV-Format deine Bilder durchgeliked hat, oder? Ja, die. Blond. War das die? Ich erinnere mich nur noch blond und blauen Haken und das will kurz, aber das ist so, das ist Puls. Wie viel Puls riech ich da? 107. Junge! Ugh! Wie viele Bilder hatte ich von dir durchgeliked? 6, 7. Oh mein Gott! Wann war das? Circa, ist das vor einem Monat oder so, ne? Ja, so vor 2, 3 Monaten, aber nicht älter. Die Valentina hat die Bilder meines Mannes durchgeliked. Du hast mir das ja direkt gezeigt, aber ich hatte das gar nicht so, weil mich juckt das ja gar nicht. Gar nicht so ernst genommen. Ich habe gesagt, ja, ach, so, weil du so, ja, irgendeiner hat das ja durchgeliked, ne? Und dann habe ich das ja so kurz, aber dass es die ist. Mhm. I'm speechless. Und das ist, und dann durchgeliked, weil war die Kleine hier auf Fußball aus oder auf was ist die aus? Wie hat die dich eigentlich gefunden? Bin ich nicht oben in deinem Profil? Fiancé, Verlobte, @YvonneM. Ja, und in deinen Bildern bin ich ja auch. Wir haben Bilder zusammen auf deinem Profil. Ich bin oben getaggt in deinem Profil. Ja, also. Und wie kommt dann eine kleine, blonde Schnalle auf die Idee, deine Bilder durchzuliken? Dann schreib mich bitte nicht an, ich hab nichts gemacht. Ey, wie ist das denn? Wie respektlos ist das denn? Ja. Selbst die hat keine Ehre, kein Stil und kein Niveau, ne? Ja, offensichtlicher kann's doch gar nicht sein. Ganz oben. Ja, Fiancé mit einem Ring, YvonneM. Hat die Kleine gehofft, oh, vielleicht schreibt er mir ja. Weil warum liked man sonst Bilder durch? Ja, weil will ja Aufmerksamkeit gesehen werden. Er sieht blauen Haken blond, vielleicht schreibe ich der. Hat die dir denn geschrieben, die Olle? Wie wird die geschrieben? Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit W, Valentina, glaube ich. Okay. Junge. Also geschrieben hat die dir nicht. Na, wenigstens das. Ja, die wollte, dass du ihr schreibst. Ja, aber was denkt ihr denn, wer die ist? Jennifer Lopez für Arme oder was? So dreist muss der erstmal sein, wenn der Typ eine Olle oben noch getaggt hat sogar in der Bio. Verlobte Yvonne und dann einfach die Bilder durchzuliken. Ja, aber das ist ja nur durchliken. Ja, Freunde, erzähl mir was anderes. Erzähl mir was anderes. Ach so, ja. Bilder von mir und dazwischen Bilder von uns nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ah, kleine Schlange ist unterwegs hier. Kleine Hinterhältige. So, das macht man nämlich nicht. So, das macht man einfach nicht. Sorry. Weil, wenn sie meine Bilder geliked hätte, ein paar und deine, okay. Ja. Aber nur deine? Ja. Weiß schon, wie ich den Titel nenne. Ja. Valentina von Are You The One liked die Bilder meines Verlobten durch. Ich schwöre, genau so nenne ich das. Soll ich mal gucken, wer noch geliked hat? Ja. Guck mal. War da noch eine? Ja, den blauen Haken. Ich glaube schon. Trash-TVs. TV. Ich krieg keine, aber die schon. Ja, guck mal. Ich meine, so eine kleine verspeiche ich auch zum Frühstück, ne? Das ist ja für mich nichts. Das heißt, ich bin ja null eifersüchtig auf sowas. Mich regt das auf, dass eine Frau so wenig Anstand besitzt. Weißt du, an einen Mann ranzugehen, mit Bilder durchzuliken, wenn er einen Verlobte hat. Wow! Erinnert dich das noch? Nein. Aber die ist doch hier immer so ein auf. Ich bin so ehrlich, so real und so. Okay. Ja, gucken wir uns mal genauer an hier. Von Ex on the Beach natürlich, da kennt der ein oder andere ja unseren Streit zwischendurch und dass wir uns gerne mal anzicken. Ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Ventil demnächst dann auch geöffnet wird und es hier ein bisschen Krawall gibt. Oh mein Gott, Manu. Okay. Alles gut? Hi. Hallo. Darf ich nochmal zu? So. Hi, Tommy. Hallo. Hi, jetzt? Tina. Gut, und dir? Gut. Die geht erstmal an Salvatore vorbei. Wenn er mich überhaupt nicht beachtet, wenn ich hier reinkomme als Neuling, dann schenke ich ihm auch gar keine Beachtung mehr. Was ein Film, ja. Ich war da in der Bar, sie kommt rein, sagt mir kein Hallo. Unnötige Aktion. Ich verstehe das nicht. Ich habe gemerkt, dass du eine gute Frau bist. Aber nicht gut genug. Und ich bin ein Opfer, mich liebt niemand, ich mich selber auch nicht, deswegen erniedrige ich mich und liege auf dem Boden und heule im Fernsehen. Oh mein Gott.
Okay. Alle da. Ja. Die ist auch mit am Start. Ach ja, die war die Verführerin von der Bimsbirne. Ich will weniger solche Ausdrücke benutzen. Okay, so. Mein Name ist Alex, bin 24 Jahre. Okay. Mein Humor, den muss man verstehen können auch. Einfach mal kurz mit einer Unterhose am Strand gejoggt. Okay. Bei Love Island hat's tolle Figur. Im Nachhinein leider nicht geklappt. Da dachte ich mir, probier's mal hier, ne? Ich hab mich direkt irgendwie willkommen gefühlt. Okay. Wirklich sehr, sehr gut. Okay. Ich bin der Eugen, 28. Und ja, die Geschichte mit Eugen ist auch so ein Ding. Mit dem habe ich auch kurzweilig Kontakt gehabt, wisst ihr ja. Seitdem ist er bei mir auch leider irgendwie unten durch. Man kennt mich von Temptation Island Staffel 2. Wo ich nachher immer wenn ich den sehe, finde ich immer noch sympathisch. Aber der lügt leider auch ein bisschen rum alles. Drei. Nicht geklappt, weil ich wählerischer bin und der letzte Funken noch nicht über... Okay. Du musst es nur noch finden. Hm. Was ist denn hier los? Aurelia. Ja, mit der hatte ich jetzt vor kurzem Kontakt. Nee, jetzt doch, du. Diogo und Eugen so dachten, die wären ein Perfect Match. So goldene Duo. Ja, die beiden, ja, da tut sich nicht viel, ich glaube. Nein. Na, sag mal, was hast du gedacht so? Ich dachte, was für ein versautes D. Okay, die nächste. Weil ich bin sehr eigen und ich verliere sehr schnell das Interesse, wenn die Person nicht zu Abenteuern. Ja, hab ich auch. Okay, lass uns vorspulen hier. Besser aus als im TV. Viel besser. Viel besser. Ich bin voll positiv überrascht. Okay. Also ich bin jemand, der nimmt sich, was er will. Ja. Weil uns nicht erret. Nein, ich meine. Ernst, ich nehme mir, was ich will. Okay. Und wenn der Mann das nicht sieht, dann hat er halt Pech. Du bist echt direkt, das mag ich. Ja, bin ich. Ich war mit Aaron. Der mit Kati, die hier ist, die ein Kind hat. Ja. Der hat ein Kind, echt? Ja, die hat ein Kind und die hat mit Aaron in der Villa gehabt. Bei Aldoan. Und danach, okay. Und du warst davor mit ihm. Wo Aaron rausgeflogen ist, hatte sie halt was mit einem anderen Typ. Ja, ich sag mal, Kathleen ist schon eine heiße Schlitte. Sie ist eine Fake. Sieht jemand an und dies macht sich so, oh, was hat sie da gesagt? Oh Gott, das ist unangenehm. So, wenn ich jetzt hier irgendeine umarmen würde, mit der habe ich dann genauso viel gehabt, quasi wie an dem Abend. Also Leute, jetzt zum wichtigen Thema. Wer könnte euer Perfect Match sein? Weil ich weiß nicht, weil vielleicht er und ich was hatten. Boah. Zieh rein, ey. Das Essen kommt. Ey, was hatten wir am Flaschendrehen gespielt? Oh mein Gott, wir haben Flaschendrehen gespielt. Dann hatten wir auch was, weil wir uns die Hand... Der sagt doch gar nicht, dass es schlimm ist. Der sagt nur, dass du nervst und dass es deswegen nicht unbedingt der Perfect Match sein muss. Boah, Valentina. Das ist schon was, auf jeden Fall. Ja, er versteht das. Ich meine das ernst. Er versteht das wirklich, weil wir hatten was und wir kommen aus... Sorry. Ne? Auch wenn vielleicht... Ey, stehst du auf Flaschen? Herr, schmeiß. Hier. Nervt mich jetzt schon so. Ich hoffe, er entspannt sich jetzt die nächsten Tage und dann ist mir das auch relativ lax. Weißt du, was ich eigentlich voll schade finde? Oh, jetzt kommt's. Da haben wir eigentlich total offen miteinander geredet. Und dann war irgendwie ein Cut nach der Show. Nach der Show ging es ein bisschen bergab. Dann hat er mich ein bisschen öffentlich bloßgestellt und mich... Warum das wohl so ist? ...blockiert in einem Screen Recording. Ich möchte sie einfach erwachsen klären. Erwachsen klären. Jetzt passt auf. Aber jetzt, hättest du mich blockiert? Nein. Warte mal, lass mich doch bitte ausreden, Mann. Gerade hast du mich ignoriert. Ich habe dich ignoriert, weil du mich Hallo zu mir gesagt hast. Ja, genau, wer ist gekommen? Wer ist in die Villa gekommen? Ja, aber du hast nicht mal Augenkontakt gesucht. Du hast was redest du? Wer ist hier in die Villa gekommen? Ich habe allen Hallo gesagt und du hast keinen Augenkontakt gesucht. Hat dir keiner beigebracht? Ich habe Hallo gesagt. Lass dich doch mal ausreden. Naja gut, ne? Ich muss sagen, man spürt schon, ob derjenige eventuell jemand ein Hallo zurücksagen würde oder nicht. Ich glaube, Valentina war einfach
unsicher. Und wenn jemand unsicher ist, dann hat er Angst vor einer Ablehnung und sagt lieber nicht Hallo. Wenn sie wirklich so sicher und selbstbewusst wäre, wie sie tut, dann würde sie sich vorhin stellen und sagen Hallo. Und wenn er sagt, ich sag dir nicht Hallo oder reagiert nicht, dann kann die Valentina sagen, dann nicht. Aber dann kann niemand ihr vorwerfen, sie hat nicht anstandshalber Hallo gesagt. Aber da sie eine unsichere Person ist, da gebe ich Brief und Siegel drauf, traut sie sich nicht Hallo zu sagen. Und hast du jemanden noch gefunden, der dir Hallo, der dir Hallo gesagt hat? Ich da saß und du dann kamst. Okay. Du Gott sei Dank. Gleich. Ist ich einfach rede so. Du, ich rede gleich. Rede du. Und redest du, red doch nicht. Rede du. Für die Online. Nein, ich bin real. Ach, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin real. Ja, sie ist total real. Da kommst doch. Real, du bist total real. Man geht einfach an den vergebenen Mann ran und legt erstmal die Bilder auf doof durch. Du bist total real. Ja, was denn? Was? Was ist? Warum lacht ihr so blöd? Ich lach da gar nicht. Ihr lacht beide. Das bringt mich schon sehr zu Unruhe, weil ich weiß, dass ich eine ehrliche Haut bin und... Ja, du bist total ehrlich, Valentina. Die ist eine total ehrliche Haut, sagt die hier gerade. Die ist eine super ehrliche Haut. Ich habe zu ihm auch gesagt, komm, lass mal dann, wenn dir irgendwann mal irgendjemand schreibt, so von irgendwelchen, weil ich ja auf alle reacte und vielleicht will mir einer sich an mir rechnen oder so und schreibt mir so heimlich an, dann lass das mal zusammen so die hochnehmen, weil er traut sich ja nicht. Hättest du mir mal gesagt, dass es Valentina mit W ist, von der, hätten wir das vielleicht doch machen sollen. Aber, hast du auch gesagt? Ja, ich habe das aber da nicht so wirklich registriert und ernst genommen. Ja, jetzt ist es interessanter, nach all dem, dass die immer so real tut, zu wissen, dass die meinen Mann anschreibt hinter allen Rücken. Ich lass mir nicht gerne sowas unterstellen. Wenn du meinst, ich bin absolut nicht real, dann reden wir gar nicht. Oh Gott, halt's Maul, ehrlich. Oh, was, dieses kleine Kind, Verhalten. Richtig Kind. Ans Land gebracht. Sorry, also das ist so kindisch, so schlecht gemacht einfach. Ja. Ein Hallo hätte mir gereicht, dann hätte ich gesagt, okay, guck mal, das ist eine erwachsene Frau. Ich hab dir Hallo gesagt, du hast weggeguckt, du hast du standest da und hast da hingeguckt. Oh, das Gespräch ist so unnötig. Und er ist genauso fake wie seine Fake-Follower auf Instagram, sorry. Wie viele Follower hat die Olle auf Insta? Die tut so, als wenn der andere da Follower gekauft hätte oder Fake-Follower. 65.000, Valentina? Wie viele Bilder wie viele Likes pro Bild? Die ist privat. Soll ich folgen? Ich kann ja mal einen reinhauen, wie wär's? 134 Beiträge, keine Ahnung. Aber 65.000, okay, dann könnte das ja, echt die sein. Auch, die war aber mehr in Sendung schon. Ja, und das war diese Jackie auch und hat nur 20.000. Also hier steht dann nur Ex on the Beach, TV Personality, Ex on the Beach. TV Personality? Reality Stars in Love, Are You the One? TV Personality? Corporation Valentina Donina Ed. Nein, @aol.com. In ihrer E-Mail-Adresse? Junge, meine Mutter hat AOL. Mein Vater hat das früher auch. Du hast Yahoo. Ja. Aber bei dir steht wenigstens nicht drin. Das ist was Besseres. Aber. Junge, chill mal. Yahoo und AOL. AOL, da kommen diese Geräusche. Mann, wenn jemand seriös ist und richtig Business macht, der hat nicht so ein, egal was für eine. AOL war dieses. Ja. Di. Ja. Oder irgendwie so. Ja, hat ja, mein so, Dad auch. Wie so ein Virus ging also. Ja, ja. Valentina mit W. Schreib meinen Verlobten mit W an. Nee, hat sie ja nicht. Like die Bilder meines Verlobten mit W. Ha, irgendwie passt es nicht. Egal. Das wird die von mir noch zu spüren bekommen. Ist einfach so. Ja, total, Valentina mit W. Okay, ich stand so. Ich muss das, so nicht, stand ich, okay? Muss das nicht mit dir nachkommen. Was, der macht doch gerade ein Beispiel, Liebchen, wie die Situation war. Der erklärt dir das doch gerade. Ach so, gerade so dämlich, ne? In dem Stream. Also im TV trinken die Coke Zero hier, ne? Mhm. Haben das aber, die verstecken aber die Marke, die müssen das ja verstecken. Klar. Die haben das allerdings nur so weit versteckt, dass du eigentlich noch erahnen kannst, dass es Coca-Cola ist, weil oben das Coke Zero-Zeichen noch ist. Ja, aber es ist auch überall so. Das ist immer so. Ja, das haben wir bei Köln 567 ja auch. Mussten wir das auch mal alles abkleben. Aber wenn du es abklebst, dann bitte richtig. Also, what the heck? Man könnte es fast als Schleichwerbung durchgehen lassen. Die Augen, guckst weg und dann sagst du jeden Hallo. Ja, Valentina, hör doch zu! Oh, macht die mich aggressiv. Sei dir doch einfach mal bewusst, dass das falsch war. Wieso kommt die jetzt mit ihren Ex-Freundinnen an? Mit seinen... Hä? Freundin? Du denkst, du kannst das mit mir machen. Das ist fuck, das ist... Was laberst du gerade für eine Scheiße? Und das meine ich jetzt gerade neutral, unabhängig davon, dass das Bilder liken. So. Ich mache nur ein bisschen Spaß darüber. Aber unabhängig davon, der versucht da gerade tatsächlich ihr zu erklären, wie und was. Und versucht da gerade tatsächlich ein vernünftiges Gespräch zu führen. Also das wirklich zu erklären. Und sie straight am Tumor vorbei. Salvatore. Gar keinen Bock mit dir zu reden. Du gehst weg, weil ich wäre auch gegangen. Kleines Kind, Alter. Siehst du erst. Feige. Nee, der ist nicht feige. Boah, nee, du musst dir das mal geben. Man merkt, dass die halt, meiner Meinung nach, finde ich sie dumm. Nee, ich glaube einfach, dass sie, meiner Meinung nach, richtig einen weg hat.
Also bei der einen, ich habe ja die andere Staffel ja auch geguckt, da fand ich die aber noch okay, halbwegs erträglich und so. Okay. Aber ich habe ja schon ein bisschen durchgesappt in der zweiten Folge, da merkst du, dass die richtig leider irgendwie, ja, ja, deswegen. Sollte sich wirklich nicht mit mir anlegen, weil wenn man sich mit mir anlegt, mit dann spielt anlegen, man mit dem Feuer. Dann spielt man mit dem Feuer. Ah, ja. Komm. So, Patrick guckt jetzt mit. Hättest du von Anfang an machen sollen. War es und ich kann meine Fehler eingestehen und das konnte Kannst dieser du das? Typ nicht und deswegen, ja. Kannst du Fehler eingestehen? Ah ja. Ist er weggegangen. Da bin ich mal gespannt. Oh, boah, die Psycho-Gesicht. Ich bin mal gespannt, kannst du ja Fehler eingestehen, dass man den Mann, den Verlobten nicht antickert? Kannst du das? Sag mal, öffentlich. Hast du das Psycho-Gesicht gerade gesehen? Guck noch mal. Tschüss, Alter. Junge, Devil in the House. Oh mein Gott. Ich bin viel zu real für diese Show, ich schwöre dir. Okay. Das ist keine reife, erwachsene Frau, mit der du ein normales, vernünftiges Gespräch führen kannst. Man merkt einfach, dass sie jung ist. Ja. Und sehr, sehr naiv und sehr dumm, in meinen Augen. Gefährlich, bist du ganz gefährlich für mich. Hm? Abstand halten. Ich? Ja. Die wirft sich wie so ein Stück Knochen, Fleisch, ja. Wie so ein Stück Fleisch dahin. Nimm mich! Ich muss das irgendwie ein bisschen kontrollieren, wenn ich das kann. Ja. Ja. Ich sind gerne beieinander. Seit dem Anfang gefällst du mir? Ja, da hat er hin und her geschnackselt, mal mit der, mal mit der. Warum ist denn so süß? Ja, warum nicht? Warum ist denn so süß? Weil ich dich mag. Oh. Eugen finde ich ganz sympathisch. Wir hatten auch mal vorher Granate bei Love Island. Ja, Junge, Alter. Ja. Rauchgranate vielleicht. Rauchgranate. Hässlich ist sie nicht. Mein Geschmack. Finde ich schon ganz süß, aber Granate ist dahin zu stellen. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, ne? Aber hübsch ist sie. Aber nicht dein Typ wahrscheinlich dann, ne? Oder? Du stehst ja auf etwas Ältere. Ach, ja. Ja. Auf reife Frauen. Ja. Die wissen, was sie wollen. Du bist so, als wärst du Mitte 40, ey. Junge, Alter. Nee, ich bin schon nicht, ich bin nicht Mitte 40, ich bin Mitte 50. Mm. Ja, aber nein, die, aber ja, ich weiß, wenn, wenn wir auf den Kühl gehen, sehen wir davon 10. That's true. Das so, stimmt. Also. Das stimmt. Ein bisschen Kontakt. Kurz vorher hatten wir ja, Kontakt. Nichts, nicht, nichts Außergewöhnliches meinst du? Ja, ja. Und das war jetzt nicht so like friends. Ich habe übertriebenen Hunger. Und ich esse jetzt auch. Brauchst du eine Banane? Eklig. Ja, brauchst du eine Banane oder nicht so? Ist das schlecht, ne? Ich habe hier zwei in Angebot. Warum denke ich an was anderes, wenn du das sagst? Oh Gott. Oh, ist das unangenehm. Weißt du jetzt, warum ich meine Gleichaltrige, haben sie nicht mehr alle? Meine, also jetzt ja, bei in deinem mir? Alter, ich weiß. Ja, das stimmt. Aber ich will nicht wissen, wie ich mit 20 oder 24 war, ne? Obwohl, nee, da war ich schon im Nachtleben. Wenn ich so, wenn ich so gesprochen hätte, hätten mich meine Vorgesetzten irgendwie selber erzogen, ey. Anders erzogen. Hätte mich abnageln können von der Reeperbahn. Abschleifen, ey. Wie Sachen abkratzen können. Ja, willst du eine Banane ja. oder nicht? Das ist eklig. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch kommen wird. Ich werde einfach beobachten, wie sich hier fällt. Und danach wird dann entschieden, ob dann da irgendwie was aufgebaut werden kann oder halt nicht. Auf was Typ Frau stehst du denn? Okay, die finde ich uninteressant ein bisschen. Was ich an Danilo mag, ist seine offene Art. Okay. Ja, muss er vorspielen, sonst wird das wieder geclaimed. Ist ja normal so. Mhm. Auch du bist nicht perfekt. Und in diesem Moment, wo ich nicht perfekt bin, will ich, dass die Frau mich unterstützt so. Mhm. Und mit mir ist. Ja. Die sucht dir auf jeden Fall die große Liebe, denke ich mal. Ja, ich bin mal gespannt, wie unsere nächsten Gespräche werden. Aber ist erstmal. Wenigstens schon ein bisschen hier Deep Talk und nicht. Und nicht. Willst du auch eine Banane? Ich habe Hunger. Warum muss ich dabei an was anderes denken, wenn du Banane sagst? Junge. Du musst noch alles passieren. Man merkt, dass die so ein bisschen normaler sind, irgendwie, die beiden. Ja, abwarten. Deine Ausstrahlung ist extrem gut. Und deine Optischen auch allgemein so. Die Jules ist auch hübsch. Das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Was bist du für ein Schatz? Steht auf dunkle Haare. Waage. Waage? Mhm. Du? Schütze. Okay. Die ist einfach Schütze wie ich. Ich auch. Ah, du auch. Du bist auch Schütze. Ja, deswegen verstehen wir uns auch wirklich gut, weil wir 1:1 gleich sind. Tun wir das? Hm? Hm? Was hast du gesagt? Tun wir das? Tun wir das? Tun wir. Was? Tun wir, Schatz. Was? Tun wir. Nicht schlagen. Nicht. Ich gehe zu Valentina. Sonst gehe ich zu Valentina. Ey, mach das, wenn du dich da drauf legst, selber schuld, ey.
Was sagst du zu Waage? Ganz schlimm für mich. Ganz schlimm, ja. Warum? Mein Ex war Waage, katastrophal. Und ja, aber es bringt ja nichts, wenn du Waage bist und voll an deiner Waffel hast, psychisch. Weil Waage ist eigentlich ganz gute Sternzeichen. Mhm. Aber wenn du natürlich einen an deiner Waffel hast, dann bringt es ja auch nicht, Waage zu sein, wenn du psychisch einen an der Tanne hast. Deswegen kann man das immer nicht so einfach allgemeinern. Der war auch Waage, der mit mir bei Love Island da so Drama hatte. Stimmt, das habe ich erfahren, ja. Der Diogo zeigt halt extrem Interesse. Der zeigt extrem Interesse, weil er sich mit dir einfach mal normal unterhält. Der zeigt extrem Interesse. Wir verstehen uns gut, wir lachen viel, was mir sehr wichtig ist. Also er hat eigentlich alle Aspekte, die mir an einem Mann sehr wichtig sind. Hm. Ja, wenn man nicht so Ansprüche hat, ne, dann passt es schon, ne? Ist so dein Ding? Schon. Der ist so. Ich finde einfach, man muss gucken, worauf es hinausläuft und mit wem man sich am besten versteht. Und okay. Lass mich wegkommen. Oh Gott. Oh Gott. Und ich finde sie wirklich, und ich, wie gesagt, ich habe 10 Jahre im Dollhaus gearbeitet und mein Job war es in Köln vor allen Dingen, dann, wenn neue Tänzerinnen angestellt worden sind, die einzuarbeiten, ne, und so weiter. Und es gab immer so ein, zwei, wo ich gesagt habe, zu meiner Vorgesetzten wiederum dann, nee, die ist hässlich wie die Nacht. Aus der kann ich nichts machen. Die hat keine Haare auf dem Kopf, die hat keine Brüste, die hat ja gar nichts irgendwie Dollhaus-mäßiges. Wenn eine zum Beispiel wenig Brüste hat, zum Beispiel ich habe ja nur 75B und fürs Dollhaus war eigentlich C-Körbchen oder D so angebracht, Natur oder gemacht. So, aber ich war gelenkig, konnte gut tanzen, hatte lange Haare, so und war sonst schlank. Das heißt, ich hatte ein anderes Attribut, was erotisch da anziehen sein könnte. Und das heißt, du hast immer irgendwas, man kann ja nie perfekt sein. Aber bei ihr hätte ich auch so, hätte ich gesagt, ich kann aus ihr nichts machen. Die hätte nicht einen Cent verdient bei uns. Mhm. Wirklich, die hat keinen Cent verdient. Okay. Weil sie halt einfach nicht erotisch ist. Sie ist nicht süß, sexy, erotisch so, weißt du? Sie ist einfach Valentina mit W. Findest du sie erotisch irgendwie, wenn sie so guckt, lassiv, ja, die hat nichts so, wo man sagen kann, boah, sexy oder. Sie ist einfach schlank und blond. So, weißt du? Ja. Da ist keine Personality. Wie heißt das? Persönlichkeit hinter so wirklich irgendwas. Meine Meinung noch. Ich kann den Tommy noch nicht so richtig einschätzen, tatsächlich. Keine schönen Haare. Weil ich noch nicht so viel über ihn weiß. Sie überschätzt sich halt einfach gnadenlos. Ja, das ist. Das meine ich so, ja. Weißt du? Weil sie ist ja nicht hässlich, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber sie überschätzt sich einfach extrem. Und sie hätte bei wirklich hübschen, attraktiven Frauen zwischen 10 und 15 wird sie untergehen wie eine bleiernde Ente. Das ist echt so. Die hätten die im Dollhaus auch zerfetzt. Also. Die hätten die gerissen wie so blutige Pitbulls, ey, die ein Stück totes Fleisch bekommen. Die hätten die zerfetzt. Und meine Freundin Gabi, die, mit der ich heute noch wieder Kontakt habe, die auch Tänzerin im Dollhaus war, sie musste ich einarbeiten. Die Arme hat es mit mir ganz schwer gehabt. Sie muss ich mal fragen, ob die mit mir ein Video dreht. Weil da kann ich es heute sagen, weil sie ist ja voll okay. Sie hatte keine Haare auf dem Kopf. Also sie hat so ganz, ganz dünnes, feines Haar. Und das war eine der Tänzerinnen, wo ich sie gesehen habe, wo die meine Chefin zu mir kam, Yvonne, neue Tänzerin, einarbeiten, Probearbeiten. Und ich sehe sie, die anderen Mädchen sehen das schon so, halten so die Klappe und schminken sich so weiter. Ne? Ich renne raus, stolziere so raus auf meinen Heels, Entschuldigung, wie sagt man, übertönen, und sag so zu meiner Chef, nee, geht nicht, ich habe keine Haare auf dem Kopf, wie soll ich denn das, weil so dichtes Haar oder so ist als Attribut für Männer tatsächlich in dieser Welt. Und dann habe ich sie teilweise auch echt so, ich war früher echt schlimm. Aber es gab Schlimmere als mich. Deswegen sage ich ja, Valentina hätten sie komplett zerfetzt. Gar nichts. Und die Gabi muss dann mit mir ein Video drehen, um so ein bisschen von der alten Zeit zu erzählen. Das ist bestimmt witzig. Ja. Und du? Ja. Zum Schluss wurde Gabi, mit der ich am Anfang gar nicht kam klar, meine engste Freundin da. Das war echt cool, ja, die Zeit. Hol mir noch null. Willst du was? Ich hole mir auf jeden Fall noch was zu trinken und ich komme mit dir. Okay. Er passt schon sehr gut in mein Beuteschema rein. Wir reden ein bisschen, wir lernen uns ein bisschen kennen. Sehr nette Frau, ja. Da guck die Figur. Hast du gesehen? Und ich beurteile es nur, weil Valentina sich ja darauf spezialisiert immer mit ihren. Hast du den Hintern gesehen? Der war früher echt, I don't know. Ich kenne den nicht von früher. Ich mag Eugen halt sehr gerne. Wir haben auch irgendwie schon eine Vorgeschichte. Guck mal, das ist eine Chance hier jetzt, um wirklich zu sehen, ob das was wird oder nicht. Mhm. Und wir müssen. Und er hat keinen Bock drauf. Guck mal, er wäre schon da liegt. Das ist ihm schon so, jetzt schon so anstrengend, Gespräch mit einer Frau. Ich kenne ja auch meinen Wert sozusagen. K-
kennst du den wirklich? Ich will ja auch irgendwie umgarnt werden und ich brauche auf dir auch Aufmerksamkeit von einem Mann. Ja, aber wie wenn sie sich so ranschmeißen, sie das Gespräch versucht ans Laufen zu bringen, hat der Mann schon gar kein Interesse mehr, dann wird er gar nicht sie umgarnen. Wenn zwischen zwei Menschen was anstrengend soll, dann ist es ein Geben und Nehmen. Mhm. Ich komme auf dich zu, dann kommst du auf mich zu. Mhm. Dann komme ich auf. Und der hat gar keinen Bock. Mhm. Der hat gar keinen Bock auf das Gespräch. Dich zu und immer so weiter. Mhm. Ich habe dann erst. Wenn ich schon dem Mann das erklären muss, ich komme auf dich zu, du auf mich, ich auf dich, du auf mich. Weißt du, wie das funktioniert? So geht das Kennenlernen. Also wärst du bereit, wenn ich auf dich zukommst, du auf. Oh Junge, Alter. Wenn ich fühle, etwas machen zu müssen, dann mache ich das. Siehst du, das habe ich gesagt. Das sage ich immer zu euch Frauen auch, dass wenn ein Mann wirkliches Interesse hat und es fühlt, macht er. Dann labert er nicht nur, sondern er tut es und macht es. Aber man kann das nicht irgendwie erzwingen. So erzwingen und keine Verständnis zeigen. Ja. Und nee, das sind so negative Vibes, die mag ich nicht. Siehst du, was habe ich gesagt? Dem ist das zu anstrengend. Guck, wie der, in welcher Haltung er sitzt. Sie ist voll zugewandt und sehr, sehr. Und er, Junge, labert dem mich voll. So, weißt du? Und das würde mich schon abtören und ich würde sofort da sagen, alles klar, tschö. Wenn sie ihn wertkennen würde, würde sie schon längst aufstehen und gehen. Gib mir doch mal 3 Sekunden zum Klarkommen. Du übertreibst. Nee, ich weiß nur, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Ja, aber so nicht. First one! Nee, aber lieben gelernt. Unangenehm? Also ich würde schon sagen, dass sie eher mich geküsst hat an der Bar. Ich habe gedacht, okay, komm, weich noch ein bisschen aus. Ich glaube, das habe ich am Anfang noch relativ... Ja, super ausgeweicht, ausgewichen. Ausgeweicht. Ich mag dich echt voll. Vom ersten Eindruck sofort. Sonst wäre ich nicht so cute zu dir. Cute zu dir. Da hat der Fisch angegriffen. Der Karpfen. Da hat der Karpfen angegriffen. Ja, ich habe versucht, das zu kontrollieren und ich habe es halt nicht lange kontrolliert. Aber ich werde es jetzt besser kontrollieren. Ich werde es jetzt besser in den Griff. Ich habe keine Ahnung, was die alle an den finden. Ich finde den absolut nicht antörend, ne? Der ist für mich genauso interessant wie ein geplatzter Fußball. So, kennt ihr die? Diesen Fußball, der so geplatzt ist und da ist so keine Luft mehr drin. Den nimmst du hoch, aber Fußball, aber ist platt, legst du wieder hin. Lässt du fallen, so. Was denn? So assoziiere ich den, wie so ein geplatzter Fußball. So ein luftloser Fußball, den er erstmal 3 Jahre aufpumpen muss, damit da irgendwas Stabiles rauskommt. So empfinde ich den. Darf ich bei dir schlafen heute? Oh Gott, warum? Okay, soll ich dir zeigen, wo ich schlafe? Ja, zeig mir, komm. Ja, look, sie ist, ihre Figur ist anders geworden. Ganz gefährlich. Ja, das ist normal, Freunde, nicht falsch verstehen. Alle Figuren sind schön, ja, aber wir reden hier davon, weil sie das so definiert. Oh, als wenn Gott, sie die Carmen, hier, wie heißt sie, Carmen Electra oder Pam Anderson wäre, so definiert sie sich ja selber. Das ist mein Bett hier. Darf ich mit dir hier schlafen? Ist an Carmen Geist gedacht. Na, Carmen Geist doch nicht. Carmen Electra. Dann kann sie da schlafen. Ich kann halt nicht Nein sagen. Oi. Ja, würde ich auch nicht, wenn sich so einer ranschmeißen würde. Ja, Dirk! Ach, findest du es geil? Nee. Ach, sagst du das nur so? Nee. Gut. Nein. Bist du nicht besoffen? Mein Tommy ist nicht besoffen. Nein. Das sieht ganz gemütlich aus, ist groß. Ich glaube, da werde ich sehr gut schlafen. Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich war eigentlich ganz brav. Ja, total. So. Ich jetzt nicht. Ist mir eingefallen. Ich mein's gut. Wir sind Freunde. Wir passen aufeinander auf. Hier muss man ein bisschen vorsichtiger sein, was es angeht mit Liebe und Gefühlen, weil ich weiß nicht, wer hier für, ich will es mal dumpf ausdrücken, Fame ist. Ja. Und wer wirklich nach der wahren Liebe. Das ist immer das Schwere. Das sage ich ja auch immer im Fernsehen, danach zu suchen. Ja, voll die Ich schwör's euch, ganz ehrlich, ey, voll die unoffensiven Männer. Ja, was labert ihr beiden mit schon irgendwelchen rumgemacht und ihr sagt, Männer. Hey, stopp mal. Also, das aus deinem Mund ist peinlich, sorry. Ja, aber ist echt so.
Das ist peinlich. Wer? Warum Folge, peinlich? Hat aber recht. Hey, warum peinlich? Keine offensiven Männer und macht am ersten Tag mit jemandem rum. Aber stopp mal, warum? Amen. Ja, aber sie kriegt die Krise, weil er sie nicht besprungen hat, sondern sie ihn. Hm. Ja, aber sei doch mal, ist doch gut so, dass endlich mal nicht die Männer, die direkt wie die Kanickel da ankommen. Junge, Valentin. Dann ist der Typ ja offensiv. Aber stopp mal, aber warum am ersten Tag? Hey. Glaubst du, es hat keiner gesehen? Und ja. Warum? Auf dem Küchentisch, vor allem da, wo alle essen und so, weißt du, so. Erstmal den Hintern der Valentina drauf, ey. Hast du gerade hier rumgespuckt? Nee. Oder was war das? Nee. Männer kommen einfach nicht damit klar, wenn nee. Frauen offensiv sind. Eben richtig. Hä, was Stopp. Hat denn das jetzt damit zu tun? Mal, das heißt gar nicht, weil das ich mit. Stopp. Männer wollen immer das Ruder in die macht. Hand nehmen. Valentina und ich sind uns sehr, sehr ähnlich. Und wir versuchen halt. Hä? Das zu nehmen, was wir wirklich wollen. Am ersten Abend mit jemandem rumzumachen, ist für mich. No-go. Sehe ich auch so. Ich persönlich. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich sag immer, dann kannst du nicht ernst genommen werden. Und die große Liebe wird nicht dahinter stecken. Aber das ist natürlich eben seine Meinung. Wie siehst du das? Ja, vor allem, wenn die sagt, keine offensiven Männer. Ja, das passt halt nicht, ja, ne? What the heck? Ja. Weißt, dass ich den und ich muss den nicht. Fängt die gerade an zu heulen? Die heult jetzt. Die heult jetzt. Ich habe gesagt, dass einer von euch beiden offensiv ist, wenn ihr rummacht. Mehr habe ich nicht gesagt. Aber du hast es so gesagt. Ich habe es nur herablassend gesagt. Doch schon. Du musst du das im Nachhinein sehen. Das ist deine Meinung. Dann habe ich es nicht so gemeint, dann tust du mir leid. Wollt ihr jetzt? Egal. Das kleine, sichere, selbstbewusste Mädchen, was sich ja nimmt, was sie will, fängt es deswegen an zu heulen. Ich hätte dem gesagt, wenn ich so wäre wie Valentina und dazu stehen würde, wie ich bin, würde ich sagen, so ja, ich war offensiv und habe mir das genommen, aber ich würde mir wünschen, dass ein anderer Mann auch offensiv wäre. Und wenn es am ersten Abend ist, ich mag das, du nicht, ja, ist dein Problem, nicht meins. Ciao. So, warum muss sie jetzt da heulen? Daran merkt man, dass sie unsicher ist. Da kommt, ja. 100%, ich würde noch mehr kommen von der, dass man sieht, dass sie wirklich so unsicher, also... Dass da nichts hinter ihrer großen Klappe ist, so, weißt du? Ich find's egal. Die heult jetzt einfach. Junge. Deswegen. Sunshine, warum weinst du denn? Nein, lass mich! Boah, Junge. Weißt du einfach herablassen? Warum ja und? Nee, es ist deine Meinung. Es ist nicht herablassen. Du kommst damit einfach nicht klar. Du wirst gerade nur konfrontiert mit deiner eigenen Weil es einfach herablassen ist. Warum weißt du aber generell? Ja, warum weißt du generell? Ich finde es herablassen von ihm. Von wem? Aber das ist doch seine Meinung. Oh, Junge. Von Josua. Ich habe nichts Negatives gesagt, ich habe nur ihr widersprochen. Sie hat gesagt, die Männer sind nicht offensiv. Ich habe gesagt, Moment. Das kannst du so nicht sagen. Es war schon offensiv von ihm, dass ihr dann direkt rumgemacht habt. Ja. Richtiges Gruppenkuscheln hier, hat die sich gerade von hinten die Valentina an den Rang gelegt? Oh Gott. Und er, guck mal, direkt auf Knopfdruck. Voll am Schlafen, sie kommen, hell im Mund. Und dann er so. Dreck. Männer können auf Knopfdruck, das ist einfach so sick, ne? Wenn ich schlafen würde und du würdest mir im Mund, würde ich sagen: Geh weg, lass mich in Ruhe, ich bin am Pennen. Im Tiefschlaf? Ich berühre den nur aus Versehen irgendwie unsittlich. Spiel ist direkt da. Was, wo? Jetzt? Alles klar. Zieht sich aus. Ich muss gar nicht so zu lachen. So, nächster Morgen. Aber, ja. Viel Spaß, aber. Ich hätte das nicht so früh machen dürfen. Ja. Ich würde sagen, das ist bereust, oder? Ich bereue es nicht, aber. Ja, es war schnell, ne? Ja. Was geht? Ich hab von den Besten gelernt. Habt ihr eure Koffer schon ausgepackt? Ja. Abfuhr? Junge, das meine ich. Wie kann ein Mensch, wie jetzt Valentina in dem Falle, dann erwarten, dass der jetzt Respekt vor ihr hat? Sie so, klar sollte er immer einen Grundrespekt haben und kann sie besser behandeln. Das steht außer Frage. Aber wir dürfen uns oft nicht wundern, dass man uns so behandelt, wenn wir uns so günstig in dem Falle hergeben, leider Gottes. Zack, und weg geht sie. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit der reden muss, weil da gibt's halt nichts zu sagen. Ja. Sie ist erreicht. Ja. Und das Problem ist jetzt... Dann wirst du wieder los. Die wird dauernd an mich so sein, weißt du? Ja, mein Ratschlag den Tommy gegenüber, ich mag ja den... Ratschlag von Diogo. Deswegen Benny ist auch unten schon ein. Ah, stimmt. Tommy, der sollte sich bewusst sein, was der macht.
Ach so. Ja, sich nicht einfach mitziehen lassen. Ach so, deswegen hat er auch keine Probleme gehabt in der anderen Staffel. Ja, am Ende ist das halt ein Spiel, ne? Das heißt auch ja zum Beispiel nicht, dass ich, weil ich Tommy geküsst habe, bei Tommy bleibe. Nee, nee. So, das ist so voll. So, es gibt ja Leute, die denken das dann. Mhm. So, verstehst du, was ich meine? Mhm. So, für mich kannst du ein Perfect Match auch nur finden, wenn du natürlich auch dann vielleicht Körperkontakt austauschst, einen küsst. Aber das ist ja auch nicht alles. Ja, aber doch nicht direkt ohne vernünftige Gespräche geführt zu haben und zu wissen, man, das macht man doch andersrum. Man guckt doch erstmal, wie es menschlich passt und dann küsst man jemanden. Kann man so los sehen, ja. Wie lange habe ich dich angeguckt und auf Herz und Nieren geprüft? Ja, also. Dass du keine Testergebnisse eingefordert hast, hat doch gefehlt. Ich habe die Testergebnisse in meinem Kopf gehabt, glaub mir. Punkte habe ich gegeben, ey. Nee, wirklich, du weißt, ich habe viele Fragen gestellt, viel und bla 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 bla. Hast du mich zugetextet, ja. Bis ich was Festes mit dir eingegangen bin, mein Freund. Ich mit dir. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Wirklich, ist das so? Ja, ja, Ratschu, ich kenne ja gleich Ratschu. Ich brauche tiefgründige Gespräche, weißt du? Sie sucht tiefgründige Gespräche, Valentina mit W, jetzt! Alter, die geht nach 10 Sekunden zu ihm hin. Oh, du bist gefährlich. Oh, du bist gefährlich. Ja. Geht ins Bett und jo, los geht's. Ja. Und dann danach, hey, ich brauche jemanden mit tiefgründigen Gesprächen. Ich will auch den Menschen kennenlernen. Und ich möchte auch seine... Wollt ihr wieder? Seine... Nee, noch nicht. Die sieht so aus. Wie heißt das? Seine Sicht von einer Partnerschaft kennenlernen. Aber das ist so eine, die zieht da rum. Ja. Die macht Palaver so. Einfach auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau, aber ist so. Ich habe gerade dran gedacht... An die Leute von, was ist das, RTL 2? Ja, ich glaube. Die da unten in dem Text Palaver hinschreiben müssen. Palaver. Die saßen schon da, hey, wird das geschrieben mit B oder mit V? Palaver wird eigentlich mit vorgeschrieben, ja, ne? Ja, mit vorgeschrieben. Das erste Spiel, das können wir eigentlich überspringen, weil da geht es darum, dass sie ihre Dates haben. Mhm. Das ist eigentlich. Da sind sie ja, unsere Reality-Stars. Da ist grüßte, ich habe auch gesagt, oh, Alter, die hat eine Bombenfigur, ne? Die Sophia Tomala. Die ist echt krass. Ich komme mir vor. Wie? Wie so ein Idiot. Warum? Ja, du verhältst dich auch so anbiedernd. Ja, dann mach es doch nicht. Oh, Mann. Geht mit Start, Stopp? Ja, das geht nicht mit dem. Mit dem Laptop, ja. Ich vergesse es immer. Mit dem Rechner geht das, ne? Ja, weiß. So Gefühle zeigen. Mit irgendwelchen Taten so. Nö, bei mir nicht. Noch nicht. Das ist das Wort. Erstens sind hier 9 andere Frauen. Ich muss jeden kennenlernen. Und man kann das nicht irgendwie so erzwingen. Und Fakt ist... Was habe ich gesagt? Der hat keinen Bock auf die erstmal. Das ist dem zu anstrengend. Ich bin da ein bisschen unter Druck gesetzt. Und wenn man mich unter Druck setzt, dann erreichst du genau das Gegenteil von dem, was du... Was sage ich die ganze Zeit? Ja, wenn du als Frau dich anbiederst, der Mann zieht sich zurück. Wann begreifen es mal die restlichen 90% auf der Welt? Wir haben so einen Bonus, dass wir uns schon vorher... Oh Gott, jetzt bittelt und bettelt die. Und erklärt ihm, legt ihm das jetzt ins Gehirn, warum sie gut sein könnte für ihn. Aber er fühlt es nicht. Oh. Und dass du das nicht nutzt, finde ich einfach scheiße. Was erwartest du denn von jemandem, wie er sein muss, dass du mal der feine Herr irgendwann mal sagt, ja... Okay, jetzt hast du... Ja, du bist einfach nicht sein Typ, so wirklich. Du bist vielleicht ganz hübsch und ja, maybe interesting, aber es hat nicht gefunkt, Mann. Verdient. Was für verdient, Alter? Es ja, eben. Verdient. Ja, doch. Nee, geht's auch nicht. Tun, aber ich verstehe das nicht. Du machst alles richtig. Aber hast du denn erwartet, dass ich jetzt hier eine Woche auf meinem Arsch da sitze? Nein. Und warten, bis der gute Eugen da mal irgendwann mal angeschnallt ja. kommt? Ja! Ist denn noch? Ja, natürlich! Oh, machen. Die ist ja vollkommen durch auch. Ich sehne mich ja auch nach Nähe oder so. Also, irgendwann muss ja mal... Ja, und genau das spüren Männer, dass du dich danach sehnst und brauchst. Und weil du dich sehnst und brauchst, gibt's dir keiner. Ist leider immer so. Du musst das sehen und das musst du in dir selbst erstmal finden ohne Mann. Und wenn du das dann gefunden hast, dann kommen die Männer und stehen bei dir Schlange. Believe me. Immer muss ich hier mit der Faust auf den Tisch hauen. So sieht's aus, so und so fühle ich mich. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass man auf mich zukommt. Ich möchte, dass ein Mann sich um mich Mühe gibt. Ja, aber so nicht. Ich muss solche Kackgespräche führen. Ja, du willst sofort den Urknall. Ja, ehrlich. Aber das kann ich dir jetzt nicht sofort auf einmal geben. Ich bin nicht so. Ich kann das nicht. Ich bin nicht dieser Mensch. Bei mir ist halt nicht Tag der offenen Tür. So, das ist einfach Tatsache. So, und ich bin ein Mensch, der so ist, wie er ist. Du weißt, dass ich nicht viel verlange, oder?
Aber mal ein Gespräch aufzubauen, das ist jetzt guck mal, die gibt gerade mit Scheiß zufrieden. Nur mal ein Gespräch aufbauen. Ich verlange nicht viel, du musst nur mal mit mir sprechen. Wie wenig Selbstwertgefühl hat man da? Bitte, nur mal mit mir sprechen. Dann freue ich mich schon. Ich verlange nicht viel. Sprich nur mal bitte mit mir, ja? Nur mal mit mir sprechen. Junge, Alter. Oh, ich verstehe das doch. Ich sehe das doch. Ich ziehe das doch extra ins Lächerliche, ja. Einfach um dieses. Willst aber nicht ins Lächerliche. Ja, ich aber, ja, weil aber ich doch nervt. Schon lange verstanden habe, was ja, du sagst. Ja. Und ich habe ja, dir schon. Ja. 7-mal da ein und dasselbe gesagt, aber ich will mich doch einfach nicht mehr im Kreis drehen. Ja. Wenn du den ganzen Tag nicht mit mir redest, dann ist es doch wohl normal, dass ich das dir sage, oder nicht? Ja, wieso nicht? Ich bin nur ein bisschen Zeit. Hat er einfach keinen Bock? Nur, mehr will ich doch gar nicht. Ich weiß, dass er halt viel Zeit braucht, aber ich erwarte jetzt auch nicht viel, aber dass man mal ein Gespräch sucht, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann, finde ich jetzt persönlich. Darf ich dich einmal betonen? Guck mal, jetzt ist er noch ganz süß. Oh. Wie ist dein Gefühl jetzt? Ah ja, also hier ist noch ein Date, kann wieder vorspulen. Was ist das denn? Keine Ahnung, die sind unwichtig. Die sprechen halt. Dann geh ich halt zum nächsten. Jetzt geht's zu Juro. Und das ist das. Und Männer spüren das. Dass Frauen, dass diese Frau wirklich mit jedem ist. Probier, Hauptsache, da ist jemand. Hauptsache, der weißt du? Ja. Bei mir hast du das Gefühl, dass ich dich brauche? Sag mal ehrlich, also jetzt mal ohne jetzt mal rumzuscherzen. Hast du das Gefühl, ich bin von dir abhängig oder ich brauche dich? Abhängig nicht, aber brauche schon. Ja. Inwiefern dich brauchen? Das ist eine gute Frage. Siehst du ja, aber brauchen, weil ich dich liebe, gehst du davon aus? Ich meine, denkst du, wenn du mich schlecht behandeln würdest, würde ich es mit mir machen lassen? Ja, nee. Und du denkst, ich würde dich rausschmeißen eigentlich schnell, ne? Nein. Weil? Nicht spaßeln jetzt mal ernsthaft. Ja, natürlich. Ja. Ja, doch. Wenn wir Kinder haben, würden wir es vielleicht... Ich würde sagen, hier, nimm das Kind und geh. Nein, Spaß, Freunde. Das wäre was ganz anderes, deswegen habe ich noch keine Kinder. Ja, deswegen sage ich aber, ja. Weißt du? Also bin ich emotional von dir abhängig? Nö. Null. Also es ist schön, dass du da bist und ich liebe dich, nicht falsch verstehen. Wenn du aber Scheiße bauen würdest, da ist ja das Loch in der Wand, wisst ihr ja, wegen dem Maurer und so, ne? Loch in der Wand gelassen ist die Tür. Von deswegen, und dann ist das doch ein Abtörner für Männer, wenn eine Frau so anhänglich ist. Eigentlich habe Sie mag mich, glaube ich, nicht ganz so. Weil Kati fake as f*** ist. Ja, du aber auch, Mädche. Kati, die hat ein Kind und die hat mit Aaron in der Villa s*** gehabt. By the one. Und danach, okay. Und du hast Aaron, wenn du Aaron rausgefunden hatte sie halt was mit einem anderen Typen. Also fake. Sie ist eine fake. Ja, das hat die tatsächlich so gesagt. Die ich weiß, das hab ich noch nicht gesehen. Wer ist jetzt hier fake? Bunch. Auf jeden Fall sind wir beide runtergegangen. Und ich dachte mir, komm, jetzt ist die Chance. Jetzt fragst du sie einfach mal, was war da los? Okay, würde ich auch ehrlich, machen. Du musst ja noch was sagen. Was okay, das würde ich auch machen. Das ist eine grillige Stimme. Ja, aber ich würde auch machen. Wenn einer über mich schlecht reden würde, würde ich auch hingehen. Offensiv, wenn ich Selbstbewusstsein hätte. Und würde sagen, du hast das aber das Problem mit mir. Erzähl mir doch bitte, was los ist. So mache ich es ja auch mit meiner Familie. Ich kriege keine Antworten, bis heute nicht. Aber ich frage. Ich frage eben, was ist los? Hast du ein Problem mit mir? Dann sag mir das bitte ins Gesicht. Red nicht. Du kannst über mich reden, wie du willst, klar. Aber dann sag es mir auch ins Gesicht. Weil nur das ist real. Nur das. So. Was du gegen mich hast. Ich hab nichts gegen dich. Hä? Ah? Herr was? Herr wie? Wieso sagt sie jetzt, sie hat nichts gegen sie? Die hat doch was gegen sie. Aber erzähl's mir einfach mal. Was ist dein Problem? Ja. Und jetzt kannst du ihr ins Gesicht sagen, was das Problem ist. Ich würde sagen, ich finde, du bist das und das und das. Und dazu stehe ich. Das würde ich dann sagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, schon. Es ging im Endeffekt um die letzte Staffel Are You the One? Are You the One? Da es fing an, dass sie Kandidaten angeschrieben hat und einfach schon da gesagt hat, dass es nicht geht, dass ich... So schätze ich dir aber auch ein. Sie hat, also die Valentina mit W, hat Kandidaten angeschrieben über sie. Und jetzt weiß ich ja auch, dass sie dich oder deine Fotos durchliked, weiß, obwohl die weiß, dass du vergeben bist und so. Ich schätze sie ganz link ein jetzt. Hm. Weißt du, wie ich meine? Aber nee, eigentlich nicht. Ja, warte. Ja, dass sie so eine kleine Linke ist. Dass sie hintenrum alle ausspielt zu ihrem Vorteil. Die ist einfach link. Ah, okay. Hör zu, weil... Ich als Mutter bei so einem Format mitmache. Du hast gesagt... Die hat... Aus Prinzip, weil ich Mutter bin, kann ich dies, das, jenes nicht machen. Nein, ich habe nur meine Sicht gesagt, dass ich... Ja, sie hat also den Kandidaten vor der Show geschrieben, um ihnen zu erzählen... wie sie ist, wie sie tickt. Das meine ich mit Link, das ist Link. Hä, warum hast du das so nötig, das zu tun? Krank. Krank, oder?
Ist echt krank. Das, what the heck? Das, ich habe nur von mir geredet. Ich habe gesagt, ich habe dich nicht angegriffen. Ich habe gesagt, schon ein bisschen. Ja gut, aber ich habe meine, Schatz, ich habe meine Sicht gesagt. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich Mutter wäre, würde ich das nicht tun. Mhm. Naja, dann war halt mein Upsi am Ende der Show und das fand sie auch ganz schlimm. Ich habe gesagt, dass ich diese Aktion. Hat die dem Gurken gegessen? Ja, anscheinend. Okay, finde ich auch krass. Muss ich dazu sagen, aber what the heck, muss ich doch selber wissen. Aber, und, wenn ich ein Problem mit hätte, ich würde es dir halt dann nicht sagen. Ja, ich finde, es geht gar nicht. Du hast dich verhalten wie die letzte Mutte. Weißt du, würde ich dann sagen, wenn das meine Meinung wäre. Aber dann sag dir doch mal die Meinung jetzt ins Gesicht, Valentina, mit wem jetzt. Hast du, komm, zeig mir deine Eier. Eklig finde und billig finde. Und ich finde, das sind keine Schimpfwörter. Wenn man zu jemandem öffentlich sagt, dass er billig ist, ist es für mich einfach eine Beleidigung. Ja, was ich schlimm finde, ist, wenn sie es hinterrucks überall erzählt, anstatt es ihm dann noch ins Gesicht. Ne? Das für mich keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung, sonst würde die doch im Strafgesetzbuch stehen. Also Leute. Oh Gott, Valentina. Oh Gott. Aber hat vorhin rumgeheult, weil er gesagt hat, ja, du warst offensiv und nicht der Mann. Stimmt, weil er ihr, das wäre ja herablassend gewesen. Junge, Alter. Stimmt, da ist die heulend weggerannt. Ja, genau. Ja. Oh Gott, danke. Ich verarschen. Nein, Leute, ich werde 21 Jahre. Ja. Ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll. Stopp mal, Leute. Ich kenne das Business, okay? Und ich habe doch gesagt, die hätten sie zerfressen, Alter, im Dollarhaus-Jugend. Was ist denn mit der los? Ich lass mich hier nicht verarschen. Was hat das mit Verarschen zu tun? Hä? Was kommt jetzt? Wenn ich sauer bin, das will hier keiner miterleben. Glaub mir, weil dann spiele ich gegen die ganze Gruppe und dann gewinnt keiner das Geld. Hä? Okay. Was? Habt ihr alle gehört, ne? Danke. Ja, was hast du? Ich bin massiv sauer. Wenn mich zu hör zu, ich diese Person 10-mal in den Was hat die jetzt gerade gesagt? Wenn ich das und das mache, dann wird keiner das Geld gewinnen irgendwie. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Was hat die für ein Problem, Alter? Was hat die denn? Oh mein Gott, finde ich aber auch krank. Sie kommt in den Interviewraum reingerannt und erzählt mir einfach nur Eier, Scheiße, dass ich sie ja damals als billig bezeichnet hätte wegen ihrer Aktion und fängt da voll. Vor allem, was heißt voll? Es hat echt Eier, dass sie sogar im Fernsehen das so fragt. Was hast du für ein Problem mit mir? Erzähl doch mal. Das hat echt Eier. Die eine hat echt Eier, ja? Mir die Szene anzuschauen. Was für eine Szene am Schieben? Sie hat dich zu Recht gefragt, was du da für eine Scheiße geredet hast, beziehungsweise da getan hast in ihren Augen. Aber das aufs Massive. Ihre Aktion war aufs Massive? Nein, ganz normal gefragt. Die hat dich noch nicht mal angeschrien, nicht bedrängen. Die einfach gefragt. Ich blut aufs Ende. Ihre Aktion war ekelhaft damals. Und das ist meine Meinung. Ja, dann sag ihr das doch so. Ich dachte, ihr seid cool so mit Mama. Ja, aber wenn man natürlich alle anderen anschreibt, ne, wie cool ist das denn? Valentina? Ja. Was ist denn los? Heute wieder? Kathi hat gerade die größte Show in ganz RTL abgezogen. Die größte Show. Das ist eine Sache zwischen euch beiden, aber das hat mit uns als Gruppe nichts zu tun. Ich bin auf 180. Ich meine das ernst. Ich bin so auf 180. Heult die jetzt wieder? Die heult es wieder. Die heult wieder! Boah, Digga, nee. Falls ich gleich ausraste, ich schwöre. Die heult. Die heult. Das war bescheuert und unnötig. Also sie hat uns schon Laune damit runtergezogen. Ach so, nee, da hinten, ne? Nichts. Ja, echt. Guck mal, Sunshine, erstmal durchatmen. Du redest gegen die Gruppe, aber gehst dabei. Man hört nur eine halbe Sache, sagst du, ich habe ein Problem. Dann sag doch, was dein Problem ist. Sagst du ich bin so ehrlich? Ja, ehrlich. Genau. Dann sag, was dein Problem ist. Was denkt ihr denn, wer die ist? Wer ist sie denn? Oh Gott. Was denkt ihr denn, wer die ist? Denkt ihr die? Ja, nee, sie sagt dir einfach, oh Gott, Valentina. Also sie ist eigentlich nicht mal wert, dass ich mich aufrege. Ja. Also ich frage mich da echt manchmal, wie Leute drauf sein Die heult schon wieder rum. Du musst mich auch jetzt nicht dumm von der Seite anmachen. Ich stehe vor dir und ich bin der Seite. Du hast uns gerade alle so angemacht. Ja, und wenn ich gegen die ganze Gruppe schießen will, dann mache ich das. Oh Gott. Wenn man halt gegen eine ganze Gruppe schießt, muss man halt auch damit rechnen, dass der eine oder andere was dazu sagt. Genau. Sagt. Ihr werdet sehen. Wir sehen die 10.000 Euro. Ich wäre auch so ausgerastet wie die eine. Was werden wir sehen? Ich hätte auch gesagt, was denn? Ich hab echt drauf, ihr werdet sehen. Oh Gott, ist das sick. Oh Gott, ist das krank. Kannst du mitkommen? Oh Gott, ist das krank und jetzt heult die wieder. Oh, ist krank. In meinen Augen.
Was ist wieder los? Komm bitte einfach mit, okay? Charlotte, oh Gott, komm bitte einfach mit. Ich hab gegen alle geschossen. Und hab keine Eier und kann einfach nicht zu meinen Aktionen stehen und zu meiner Meinung. Und deswegen habe ich gegen alle geschossen und jetzt sind aber alle gegen mich. Ich verstehe das gar nicht. Wieso? Lachst du mich aus? Ich verstehe gar nicht. Ich kann meine Stimme wieder rumzählen, mein Botox ist weg. Ich weiß gar nicht, alles gegen mich. Ich bin so real und bin so ein ehrlich und richtig guter Mensch. Ja. War irgendein Problem mit dir? Mit mir? Ja, im Interview. Mit mir? Ja. Ich mag keinen Streit, aber ich habe einfach gespürt, ich muss da jetzt hingehen, ja, und wir müssen miteinander reden. Hast du auch völlig richtig getan, richtig gemacht. Hätte ich auch gemacht. All fine. Aber was ist denn los? Ja, genau. Gut, dass du das nochmal fragst, weil sie heult. Was ist denn los? Du willst es aussprechen. Ja, das ist richtig so und vernünftig. Oh, Kathi, ich schwöre es dir, bitte red nicht mit... Guck mal, die will mit ihr jetzt wieder normal reden. Mir. Salvatore, ich mein's so ernst. Tu die bitte raus. Die Männer, guck mal, freuen sich, dass Action gibt. Das ist auch so gemein. Was denn passiert jetzt? Danke, bitte. Oh mein Gott. Eigentlich müsste ich ja sauer sein, weil sie über mich schlecht geredet hat. Nicht weinen. Du siehst das schon alles ganz richtig. Und mich wirklich sehr verletzt hat. Ja, sehe ich auch so. Eigentlich müsstest du heulen, wenn... Wenn überhaupt. Richtig. Okay. Was denn? Okay. Werden die voll erwischt gerade. Kommt die von einer ganz anderen Ecke. Von der Seite rein und raus. Ich bin der Buhmann. Okay. Aber warum? Ich bin der Buhmann. Ich scheiß drauf. Ich scheiß auf die 10.000 Euro hier. Dann gehe ich 3 Monate dafür arbeiten. Habe ich die wieder drin. Oh Gott, Mädchen. Junge, du brauchst dringend eine Therapie. Wirklich. Ich stelle mich gegen jeden, weil ich nicht will, dass Leute fake sind und durchkommen. Oh mein Gott, das Problem bist aber du leider, Herzchen. Und soll die ganze Gruppe gegen mich sein? Ich komme mit mir alleine zurecht. Ja, aber das bist leider so selber. Guck mal, du hast ein Problem. Ich frag dich, was dein Problem ist. Red doch einfach. Ja, genau. Ja, voll. Das sehe ich auch so. Und jetzt wieder rumzuheulen, dein Drama zu machen für deine scheiß Sendezeit. Ja, aber die hat einen an der Pfanne. Die hat ist immer leider so. Komplett einer der Pfanne. Ich bin dafür zu real. Oh mein Gott, das ist gut. Dabei guckt die sich jetzt im Spiegel an, oder wie? Bei dem Monolog hier, oder wie? Lasset die Spiele beginnen. Der Vorhang geht auf. Erster Akt, Valentina mit W. Opa Düsseldorf. Ich mach das nicht. Ich will solche Menschen keine 10.000 Euro geben. Okay. Ist mir egal. Soll mich ganz Deutschland hassen, juckt mich nicht. Sie war echt ziemlich, ziemlich fertig. Ich kann für sie da sein. Also ich bin auch nicht stark in sowas, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht so der empathievollste Mann irgendwie. Also ich kann dir nur das sagen, was ich dir sagen kann. Ne? Und aber wie gesagt, ich bin letztendlich, wenn es alle Stücke reißt, bin ich trotzdem für dich da. Weil ich versuche halt das, was ich kann. Ich habe sie kurz im Arm genommen, habe sie ein bisschen aufgebaut. Mal her, Mann. Mein Gott. Ja, sie hat. Dich jetzt so weinen zu sehen, tut mir richtig leid gerade. Ja, aber sie ist selber schuld. Ja, nee. Du bist kein ehrlicher Mensch. Du denkst, du wärst ein ehrlicher Mensch. Dem muss mal jemand Manieren beibringen und benehmen. Da bin ich wiederum gut gewesen. Hab ihr gesagt, ey, lass dich nicht runterkriegen und versuch das ein bisschen zu schlucken. Du wirst es hier nicht einfach haben, aber du musst trotzdem dich nicht f***en lassen. Ich spiele hier, wenn ich will, für mich ganz alleine. Dann mache ich I One komplett, wie es noch nie war. Oh Gott, ist das krank. Die sollen alle Respekt vor mir haben. Oh mein Gott, und dabei guckt die sich jetzt das Spiel an. Die sollen alle Respekt vor mir haben. Die so, scheiße, schick die mal bitte auf die Kölner Ringe. Am Wochenende nachts um 2. Bitte, genau so. Alle wissen, guck mal, die guckt sich im Spiegel. Alles guck mal, die guckt sich aber im Spiegel an. Gibt, ich kann hier, wenn ich will, ich mache I One, dass keiner gewinnt. Oh Gott. Du hast mich öffentlich bloßgestellt! Ja. Warum? Willst du mich direkt schlagen, Digga? Was ist denn mit dir? Ich bin super wütend, deswegen könnte ich schon wieder heulen. Ja, verständlich. Das war so asozial. Ja. Die heulen alle gegenseitig. Ein bisschen Feuer kommen. Ja, das war's. Ja, Freunde, in Folge 2 geht's nämlich asozialer weiter. Das ist aber weiter mit diesem Thema. Also ich finde das super, super anstrengend. Und bei Folge 2 habe ich auch durchgesäppt und habe viel früher aufgehört, weil ich das einfach fand wie so in so einem wirklichen Kindergarten. Echt, also mit 20 war ich tatsächlich nicht so. Man hätte mir tatsächlich Ohrfeigen gegeben, wirklich, wenn ich mich so verhalten hätte. Aber das Ding ist halt so... so ein Verhalten geht halt einfach nicht. Und man merkt halt wirklich bei der Valentina, dass wirklich
nicht ganz da ist. Also, dass sie wirklich Dinge ganz anders sieht, obwohl sie ganz anders sind. So ganz krass. Also, ich bin gespannt, was in den nächsten Folgen noch so weitergeht. Und wie gesagt, in dem anderen Format fand ich sie echt cool, ne? Aber hier zeigt sie ein ganz anderes Face. Und zu dem Witz zurückzukommen, ist aber ja kein Witz, dass sie halt Bilder von anderen Männern liked, die vergeben sind, so. Das macht man einfach nicht. Das geht einfach nicht. Wenn man mal random so ein Bild liked, weil einem das vorgeschlagen wird in der Suchleiste oder in den Vorschlagen-Dingern, okay. Aber wenn man bewusst auf ein Profil geht und dann die Bilder liked, das ist einfach, geht einfach gar nicht, ja. Das macht man als so reale und ehrliche Person einfach nicht. Das ist meine Ansicht. Ich weiß nicht, wie ihr seht. Schreibt mir gerne eure Meinung unten rein. Das würde mich freuen. Ich hoffe, ansonsten hat euch die Reaction gefallen. Lang und intensiv. Ich glaube, die nächste Folge wird kürzer. Und ja, ihr wisst, abonniert den Kanal, das unterstützt uns und dann hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Tschüss, Freunde.